Was für eine Aussicht. Leider versorgt das Kapitol Esperanza. Juan, was zum Teufel machen wir hier? Unter der Laterne ist es am dunkelsten. Was? Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht gehen. Ich habe es ihr gesagt. Wen meinst du, Clara? Juan, was ist los? Er hat sie, Danny. Er hat sie geschnappt. Clara. Castillo wollte reden. Nur die beiden. Er meinte, der Krieg wäre vorbei. Libertad hätte gewonnen und er würde nur nach einem Ausstieg suchen. Damit hat er sie gekriegt. Und kaum waren wir an der Küste, griffen Castillos Hunde unseren Konvoi an. Scheiße. Und was jetzt? Wir beide greifen El Presidentes Privatinsel an. Bitte, hilf mir! Was ist Lass das? Mich raus! Die Tschetschenen nennen es Elefant. Schneid den Schlauch durch und sie verraten ihre Mutter. Dann erzählen sie dir, was du willst. Welche Größe hast du? Supremo an oder aus? Wir gehen leise rein. Jeder Soldat auf der Insel wurde von Castillo rekrutiert. Also bleib auf Abstand. Das sind Elite-Killer. Verstehst du das? Bin bereit. Ich suche eine Scharfschützenstellung. Du gehst zum Haus. Ich schätze, die Familie sitzt gerade beim Abendessen. Ihr geht's gut. Sicher geht's ihr gut. Juan, ich kann Antons Haus sehen. Okay, bin in Position. Du musst über die Mauer und zwar ohne erwischt zu werden. Du bist ein Panther, Danny. Niemand kann dir was anhaben. Hast du auch hilfreiche Tipps? Die Tore werden vermutlich verschlossen sein. Finde den Schlüssel, Danny. Als wärst du sowas wie ein Metalldetektor. Suerte. Der Alarm ist kugelsicher. Das ist der Offizier.
Ihr geht's gut. Sicher geht's ihr gut. Juan, ich kann Antons Haus sehen. Okay, bin in Position. Du musst über die Mauer und zwar ohne erwischt zu werden. Du bist ein Panther, Danny. Niemand kann dir was anhaben. Hast du auch hilfreiche Tipps? Die Tore werden vermutlich verschlossen sein. Finde den Schlüssel, Danny. Als wärst du sowas wie ein Metalldetektor. Suerte. Ein Offizier. Ist einfach zu stark gepanzert. Keine Verstärkung mehr. Eine private Villa ohne fette Mauer? Das wäre wohl zu viel verlangt. Genau der Schlüssel, den ich gesucht habe. Thank you.
du nicht, wie man eine verdammte Leiche versteckt? Wovon redest du denn? Der Stius-Wachschutz hat einen Kadaver gefunden. Die sind jetzt alarmiert. Halt die Augen auf. Ach, Scheiße. Nimm die... Mal los. Juan, ich bin dran. Verstanden, Danny. Legen wir los. Wer weiß, was Castillo Clara gerade antut. Ganz ruhig, dieses Gelände wird von Antons Elite-Killern überwacht. Vergiss das nicht. Deine Uniform ist dir nutzlos. Und wenn du entdeckt wirst, ist Clara tot. Scheiße. Richtig. Cool bleiben, Danny. Ich halte dir den Rücken frei. Gefährlich. Was? Okay, Clara. Wo bist du, verdammt? Probleme, da reinzukommen. Lass die Piña Colada stehen und komm her, verdammt! Doch jemand.
Bester. Den kriege ich nicht klein. Scheiße, eine Kamera. Scheiße, Spezialeinheit. Nicht glotzen. Setzen. Danny, setz dich. Meine Mutter hatte eine Regel. Keine Lügen am Tisch. Also lüge ich nicht. Ich habe akute Leukämie. Die Diagnose erhielt ich vor 13 Jahren. Doch da war dieser Arzt. Er versprach das, was wir alle so dringend wollen. Zeit. Doch das reichte nicht. Oder, Diego? Papa, ich will die Geschichte nicht hören. Ich brauchte mehr Sicherheit. Ironischerweise hasste ich Kinder. Aber Maria hatte so eine Art. Und hier sitzt du jetzt, Miro. Gesunde 13 Jahre alt. Und was passierte dann, Diego? Das Viviro wirkte nicht mehr. Wann? Vor 6 Monaten. Mimas sentidas condolencias. Keine Lügen an meinem Tisch! Ich werde sterben. Aber er führt meine Vision fort. Nicht wahr? Wahrheit oder Lüge?
immer die Wahrheit. Du bist ein verdammtes Monster. Oh, ich glaube, das war die Wahrheit. Danny, sieh nur, wie mein Glühwürmchen tanzt. Als ich Clara schnappte, dachte ich hätte gewonnen. Doch es brauchte meinen Sohn, um mir zu zeigen, was direkt vor meinen Augen war. Du bist lieber Tat. Ich bin nur ein Gericht. Keine Lügen am Tisch! Du bist legendär, man erzählt schon Geschichten. Komm schon. Du bist ihre Hoffnung. Und jetzt wirst du zu meiner Hoffnung. Das ist ein Witz. Du raffst es einfach nicht. Ich sagte, du sollst gehen, das ist deine Schuld. Soll sie überleben, wirst du Generalin. Meine Armee, ja, du wirst meine Hoffnung, meine Legende. Mein Danny Rochas. Warum bist du so besessen davon, uns zu spalten? Wahre Yarana, falsche Yarana, wir sind ein verficktes Yara! Lass uns unsere Zukunft selbst wählen. Du bist ein alter, sterbender Mann. Und du, armer Junge, wurdest von seiner Hetze indoktriniert. Keine Sicht auf Anton, ich schalte den Jungen aus. Mit wem redest du? Ich schieße jetzt. Oh nein! Diego! Komm, Diego! Los! Komm! Ah, Diego! Hab ich ihn, Danny? Juan? Clara hat's erwischt! Nein! Sag das, Danny! Sie ist tot! Juan! Danny! Komm in mir das! Ans Telefon, Juan. Hijo de puta. Dios mío! Ich sehe das Ziel wieder! Scheiße! Geh an dein verfluchtes Telefon, Juan! Scheiße!
Juan! Was ist passiert, Danny? Es war nicht geplant, den Kleinen umzubringen. Was kümmert dich irgendein reicher Mokoso in einem Schloss? Hältst du mich für so dumm? Dir geht es nicht um den Jungen. Du willst nicht, dass die Revolution endet. Wir hatten sie, Danny. Er war nicht Teil des Plans. Du bist genau, wie ich gesagt habe. Ein Junkie. Du kannst nicht aufhören. Genau wie ich. Ich bin nicht wie du. Noch nicht. Clara ist tot. Aber wir haben den Adlerhorst. Von dort aus werden wir den Angriff auf die Hauptstadt starten. Wovon redest du da? Du weißt genau, wovon ich rede. Es ist klar, du bist Libertats Chefe. Entweder verziehst du dich jetzt, oder du führst uns zum Sieg. Es war nie die Rede davon, den Kleinen zu töten. Wo willst du hin? Ich bring zu Ende, was sie angefangen hat. Clara träumte von diesem Moment. Als ich sie traf, wollte ich gerade verschwinden aus Yara. Aber sie hat mir gesagt, wofür wir kämpfen, sie hat es richtig gut erklärt. Und mit euch zu kämpfen war klasse. Echt klasse. Ich passe auf euch auf, ihr auf mich, wisst ihr? Egal, ob ihr alt seid oder jung, das ist auch okay. Ich mag euch alle. Was ich sagen will, ist, wir werden gewinnen. Versprochen. Scheiße, das hast du echt nicht drauf. Ja. Wow. Danny, Clara war eine gute Anführerin. Aber wir sind nicht ohne Grund bei Libertad. Wir folgen dir, Chefe. Gut. Holen wir uns unser Land zurück. Danny! Viva Libertad! Viva Libertad! Leb dich, Danny! Wir helfen dir, Held. Du siehst beschissen aus. Als ob du in den Spiegel schaust, hä? Ruh dich aus, Kumpel. Sei morgen wieder die Legende. Senor Presidente, wir müssen an Ihre Sicherheit denken. Libertad umzingelt die Hauptstadt. Wir brauchen freien Blick auf den Sonnenaufgang. Von hier. Sí, Senor Presidente. Die Araner sollen von jeder Kreuzung den Horizont sehen können. Ich habe Boote vorbereitet. Brechen wir jetzt auf. Können wir Sie und Diego... Das ist der falsche Entwurf. Ich sagte Pereira, nicht Van Allen. Verschandeln Sie Esperanza nicht mit Vaters Vorliebe für Art Deco. Ihr Auge ist unfehlbar, Senor Presidente. Senor Presidente, hören Sie, wenigstens der Junge sollte doch... Genug! Sehen Sie das nicht? Wieso sehen Sie das nicht?
Sehen wir uns die Plaza noch einmal an. Etwas Modernistisches, wie Generais. Okay. Dann mal los, Danny.